Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Bei mir geht es ums langfristige Investieren in Aktien. Und ich werde in diesem Video jetzt mal was zeigen, was ich denke, was sonst noch nirgends gezeigt worden ist. Und das Ganze beruht auf einer Leserfrage. Und zwar hat jemand gefragt, warum bezüglich Ausschüttungsquote man die Ausschüttungsquote am Free Cashflow festmachen sollte und nicht am bilanzierten Gewinn. Die Frage an sich ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich und die ist auch schon mehrfach beantwortet worden. Es ging allerdings noch ein bisschen weiter. Und zwar habe ich zuerst mal die Standarderklärung wiedergegeben, die auch die richtige ist, nämlich dass Dividenden Mittelabflüsse sind. Das Unternehmen bezahlt die Dividende ja tatsächlich und dass deshalb ja Geld im Unternehmen vorhanden sein muss. Und dass der bilanzierte Gewinn nicht aussagt, wie viel Geld in einem Geschäftsjahr beispielsweise dem Unternehmen zugeflossen ist. Das Unternehmen kann Rechnungen geschrieben haben, die sind aber vielleicht noch nicht bezahlt worden. Und dann wäre in diesem Fall ja auch kein Geld da von diesen Rechnungen, um beispielsweise Dividenden zu bezahlen. Das Geld, das da ist, wird aber über den Cashflow abgebildet. Und der Free Cashflow wiederum ist eher der Cashflow, der übrig bleibt für das Unternehmen, nachdem Investitionen getätigt worden sind. Deshalb kann man sagen, dass der Free Cashflow die Größe ist, die bestimmt, ob nach allen Mittelabflüssen, die das Unternehmen braucht, nicht nur um die Rechnung, um seine eigenen Rechnungen zu bezahlen, sondern auch um neue Investitionen zu tätigen, um dann auch in Zukunft konkurrenzfähig zu sein, beziehungsweise seine Konkurrenzfähigkeit auszubauen. Nachdem diese ganzen Mittel abgeflossen sind, das, was übrig bleibt, kann dann eben für die Dividende verwendet werden, ohne in irgendeiner Form am Unternehmen zu zehren, sage ich jetzt mal. Also soweit im Prinzip Standard. Und dann hat der Fragesteller aber was ganz Gutes gemacht, nämlich er hat einfach sich Unternehmen angeschaut, die ja auch einen guten Ruf haben, die auch beliebt sind. Und ist da zum Beispiel dann auf BMW gestoßen und noch andere Aktien und hat dann festgestellt, dass deren Free Cashflow nicht nur in ein, zwei Jahren sogar negativ war. Das heißt, nicht nur ist die Dividende nicht vom Free Cashflow gedeckt gewesen, sondern der Free Cashflow ist konstant über viele Jahre hinweg negativ gewesen. Und dann war natürlich die Frage, wie kann sowas sein? Und ich hatte es vorher schon geantwortet, dass wenn sowas ist, dass dann das Unternehmen pleite gehen muss. Das heißt, wenn ein Unternehmen einen negativen Free Cashflow hat über viele Jahre oder wenn das sogar ein Normalzustand ist, dann muss das Unternehmen eigentlich pleite gehen. Das kann gar nicht anders sein, weil negativer Free Cashflow heißt Mittelabflüsse. Und wenn Jahr für Jahr immer mehr Geld abfließt, als dem Unternehmen zufließt, dann ist es irgendwann zahlungsunfähig. Das ist ganz einfach, das ist wie 1 plus 1 gleich 2 ist. Nun gibt es aber ganz offensichtlich ja doch Unternehmen, die seit sehr vielen Jahren negativen Free Cashflow haben und trotzdem nicht pleite sind. Und dafür gibt es im Prinzip Erklärungen, zwei naheliegende Möglichkeiten. Die eine: Tafelsilber wird verscherbelt, zum Beispiel Immobilien werden verkauft und so weiter. Das heißt, die Bilanz wird angegriffen. Und die andere Möglichkeit ist, im Prinzip die Bilanz wird aufgebläht, und zwar über neue Schulden. Und der Fragesteller hatte dann unter anderem BMW ins Feld geführt und auch, ich weiß nicht mehr genau, Fortis glaube ich noch, Sixt, Daimler könnte man auch nehmen. Und ich möchte jetzt mal zeigen am Beispiel von BMW, und dann gehen wir jetzt auch mal in den Aktienfinder rein, wie sowas aussieht, wenn ein Unternehmen sich immer weiter verschuldet. Ich habe hier schon einen kleinen Merkzettel gemacht. Dann gucken wir uns hier mal die Unternehmen an, also zum Beispiel BMW. Und wir sehen ja hier ganz deutlich, operative Cashflow ist positiv, dann wird aber noch investiert in neue Produktionsstraßen und so weiter. Und dann haben wir hier negativen Free Cashflow.
Was wir hier auch sehen, ist, dass die Gewinne positiv sind. Das heißt, die bilanzierten Gewinne und die Dividenden werden von den bilanzierten Gewinnen locker gedeckt, ganz locker. Wenn wir aber den Free Cashflow anschauen, dann sehen wir, dass er negativ ist, dass er also nicht nur die Dividenden nicht deckt, sondern dass er faktisch überhaupt nicht vorhanden ist und trotzdem werden Dividenden ausgeschüttet. Und im Prinzip sind es jetzt zwei Fragen. Die eine Frage ist, wie kann ein Unternehmen überleben, das so viele Mittelabflüsse hat die ganze Zeit? Hier war es mal positiv, aber danach wieder negativ und zwar doch recht deutlich. Wie kann ein Unternehmen überhaupt überleben? Warum ist BMW nicht zahlungsunfähig? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, und wie kann es sein, dass sie gerade auch Dividenden bezahlen können? Und ich möchte das jetzt mal zeigen. Und zwar habe ich ein kleines Excel gebastelt, das ich jetzt bestimmt gleich irgendwie auf den Bildschirm zaubern werde. Und zwar hier. Hier haben wir jetzt BMW und wir machen es auch größer, damit man auch halbwegs lesen kann. Hier ist jetzt BMW und für die Jahre 2003 bis 2017 habe ich mal gemacht, den Free Cashflow aufgezeichnet. Also das sind Millionen, also Tausende, das sind Milliarden. Und wir sehen eben, dass der Free Cashflow, das haben wir jetzt auch grafisch mehr oder weniger schon gesehen, allerdings für pro Aktie, wir sehen, dass der Free Cashflow notorisch negativ ist. Und zwar in dem Zeitraum, jetzt muss ich mal gucken, 41 Milliarden. Das heißt, 41 Milliarden sind abgeflossen bei BMW. Und hat BMW aber nicht daran gehindert, Dividenden zu bezahlen. Jetzt muss ich immer mal ein bisschen über meinen Bildschirm hier lugen, um zu gucken, wie viel es ist, weil ich keine Summe habe. Ansonsten 15 Milliarden haben sie noch zusätzlich bezahlt an Dividenden und es macht insgesamt einen Fehlbetrag von 6 oder Mittelabflüsse von 56 Milliarden in ungefähr 15 Jahren. 56 Milliarden sind also hat BMW quasi an Mittelabflüssen gehabt. Und jetzt ist ja halt die Frage, wie kann BMW das überleben? Warum sind die noch nicht pleite? Und jetzt habe ich noch eine Spalte versteckt. Und das ist jetzt quasi die Auflösung. So, das ist das Rätsels Lösung. Sie haben einfach sich immer wieder neu verschuldet und immer weiter die Schulden gesteigert. Und zwar um 49 Milliarden ungefähr. Also das trifft ungefähr, also das, was hier steht. Das heißt, die haben Jahr für Jahr neue Schulden gemacht, um somit ihren negativen Free Cashflow finanzieren zu können und zusätzlich noch die Dividenden finanzieren zu können. Sprich, die kompletten Mittelabflüsse. Und man sieht auch sehr schön, dass in Jahren, die schlechter gelaufen sind, hier ist ja die Finanzkrise in 2008, da gab es einen Fehlbetrag von 9 Milliarden, und dass dann entsprechend auch die Schulden oder die Neuverschuldung sehr hoch war, während in Zeiten, wo es gut gelaufen ist, wo der Free Cashflow sogar vielleicht mal positiv war, da war dann die Neuverschuldung sehr gering. Hier sehen wir das, die war dann unter 1 Milliarde, 3 Jahre in Folge. Und hier war eben der Free Cashflow, hat sich hier in diesen 3 Jahren auch deutlich besser dargestellt, als es in allen anderen Jahren gewesen ist. Und das hat dann sofort zur Folge gehabt, dass man weniger neue Schulden machen musste. Und das ist im Prinzip wirklich das Big Picture und die Erklärung, warum BMW noch nicht pleite gegangen ist. Und dann gehen wir mal wieder zurück in den Aktienfinder. Das betrifft jetzt also nicht nur BMW, sondern es betrifft auch noch viel andere Unternehmen. Ich möchte aber noch eine Geschichte zeigen. Man sieht auch im Aktienfinder selbst das Ausmaß der wachsenden Verschuldung in einem Chart. Und zwar hier Verschuldung am Gesamtvermögen. Da kann man einfach mal alles hier rausklicken. Und dann sehen wir hier eben bei BMW, wie stark da die Verschuldung angezogen ist. Also wir sehen 2008 jetzt hier 80, also fast 81 Milliarden. Und dann im nächsten Jahr sind es halt 82 Milliarden. Dann sind es 86 Milliarden. Sogar 96 Milliarden hier. Ganz ordentlicher Sprung. 101 Milliarden und so weiter. Ab und zu steigt die Neuverschuldung wenig, hier um 1,5 Milliarden und dann steigt sie halt wieder entsprechend mal stark. Und was wir sehen noch, wenn wir hier die Tilgungskraft reinnehmen, dann sehen wir auch nochmal, das hätten wir auch im Excel vielleicht besser gesehen, das Verhältnis zwischen
Wir gehen nochmal zurück ins Excel, das ist besser. Also ich wollte einfach nur nochmal zeigen jetzt, oder ich will zeigen, wie das Verhältnis ist zwischen negativem Free Cashflow und Dividenden. Weil ich möchte zeigen, dass es eigentlich gar nicht so stark auffällt, dass die Dividenden einfach noch zusätzlich finanziert werden müssen über eine neue Verschuldung, weil der Free Cashflow schon so dermaßen negativ ist. Hier. Ja gut. Stimmt nur teilweise. Aber in der Vergangenheit hat es gestimmt. Da war also die Unterdeckung relativ hoch hier, 2 Milliarden. Und dann könnte man sagen, ja, dann kommt man nochmal 350 Millionen dazu, sodass wir halt so einen Mittelabfluss haben. Macht jetzt den Bock auch nicht fett. Das hat lange Zeit gestimmt. Und ich würde aber sagen, mal ab hier, ab 2013, fallen die Dividenden dann doch ganz schön ins Gewicht, was den negativen Mittelabfluss ausmacht. In 2017 waren die Dividenden sogar fast doppelt so hoch, oder waren sie doppelt, die Dividendenabflüsse oder die Dividenden für 2 Drittel der Mittelabflüsse sogar verantwortlich, beziehungsweise des negativen Saldos. Und das heißt, das ist jetzt vielleicht auch schon vorweggenommen, aber was man hier im Prinzip auch sieht, und das ist auch das, wo Dividendenkritiker dann zu Recht sagen, linke Tasche, rechte Tasche, es ist, dass die Dividenden sind schuldenfinanziert. Also bei BMW und nicht nur bei BMW. Das heißt, BMW könnte sich niemals die Dividenden leisten, wenn sie nicht neue Schulden machen würden. Und das ist natürlich also mehr als grenzwertig aus meiner Sicht. Wenn Unternehmen im Prinzip zu der Bank geht, faktisch geht BMW zur Bank, sagt, wir brauchen mal hier in 2017, wir brauchen nicht nur 1 Milliarde neues Kapital, nee, wir brauchen 3,5 Milliarden neue Schulden, und von den 3,5 Milliarden, dann nehmen Sie mal bitte 2,3 Milliarden, überweisen das gar nicht an uns, überweisen Sie es am besten gleich an Clearstream und die verteilen es dann an unsere Aktionäre. Und das ist ja eigentlich schon ein starkes Stück, wenn man das so mal sich durch den Kopf gehen lässt. Und aus Unternehmenssicht ist es für die Kurspflege vielleicht positiv, aber aus ökonomischer Sicht macht es überhaupt keinen Sinn, Leute zu bezahlen, die man eigentlich nicht bezahlen müsste, sprich die Aktionäre, und dafür dann auch noch Schulden aufzunehmen, die man irgendwann zurückbezahlen muss und die man auch noch verzinsen muss. Momentan niedrig, aber prinzipiell, die man verzinsen muss. Also insofern, das ist jetzt im Prinzip der negative Fall von Dividenden bezahlen. Und es gibt natürlich andere Fälle, wie bei Apple oder so, die juckt es nicht, wenn die ein paar Dividenden ausschütten. Die sitzen immer noch auf unglaublichen Milliarden von Dollar an liquiden Mitteln rum. Nochmal zurück zum Aktienfinder. Also hier sieht man dann auch nochmal das Gleiche, aber nicht so schön wie tabellarisch dargestellt in diesem Fall, was wir eben. So. Das Ganze kann man auch nochmal machen für andere Unternehmen, also Fortis war auch noch beispielsweise was erwähnt worden ist beim Fragesteller oder vom Fragesteller. Und auch da, wenn man in die volle Analyse geht und es hier mal rausklickt, da sieht man halt einfach, wie unglaublich stark die Schulden angezogen sind. 2003 hatten wir noch in kanadischen Dollar 1,4 Milliarden Schulden und heute sind es halt über 32 Milliarden kanadische Dollar Schulden. Also mal ungefähr mal 30 innerhalb von ungefähr 15 Jahren. Und ja, so kann man sich dann halt auch noch leisten, ein paar Dividenden nebenbei auszuschütten, weil, wie gesagt, das macht den Bock dann ja auch nicht fett. So, und das war die Geschichte bezüglich des negativen Free Cashflows anhand einiger Beispiele. Jetzt möchte ich dir noch auf 2 Fragen eingehen. Nämlich die eine Frage, die vielleicht nahelegt, ob diese Schulden existenzbedrohend sind. Und hier würde ich sagen, also die Frage ist ja, kann BMW jetzt zum Beispiel immer weiter neue Schulden aufnehmen oder ist irgendwann das Ende von der Fahnenstange erreicht und die Firma muss Konkurs anmelden? Und da würde ich jetzt niemandem Angst machen, weil die Antwort lautet aus meiner Sicht nein. Denn der Großteil der Schulden, wenigstens was in der Vergangenheit so, im letzten Jahr, in den letzten Jahren haben wir gesehen, es ist ein bisschen anders, aber
Großteil der Schulden wird eigentlich verwendet, um neues Produktivkapital zu kaufen, also neue Fabrikanlagen und so weiter, die dann dafür gedacht sind, eben weiterhin oder mehr zusätzlichen Cashflow zu generieren und die Gewinne zu erhöhen. Und wenn Schulden in Produktivkapital, für Produktivkapital verwendet werden und das dann dazu führt, dass am Ende unterm Strich mehr bleibt, sowohl als Gewinn als auch aus Cashflow-Sicht, dann ist dagegen nichts einzuwenden. Und auch wenn es jetzt in den letzten Jahren bei BMW nicht so war, weil der Großteil da für die Dividenden draufgegangen ist, denke ich immer noch oder hoffe ich immer noch, dass der Großteil der Schulden so verwendet wird, dass es ökonomisch vom Unternehmen noch sinnvoll ist. Man hört schon mittlerweile meine Unsicherheit raus. Bei Fortis oder so wird es dann das Gleiche sein. Und die andere Frage, und die habe ich im Prinzip schon beantwortet, wäre, ob die Dividenden ökonomisch sinnvoll sind in so einem Sachverhalt beim negativen Cashflow. Und da war meine Antwort ja ganz klar nein. Bei schuldenfinanzierten Dividenden, das ist zusätzliche Belastung für das Unternehmen. Und damit wären wir im Prinzip dann auch schon nah beim Fazit angelangt. Das ist ja nochmal wahr, wenn man die Ausschüttungsquote berechnen will, dann solle man nicht auf den bilanzierten Gewinn gehen, sondern auf den Free Cashflow. Das war ja quasi die Ausgangsfrage gewesen. Und die andere Geschichte, die man, finde ich, noch mitnehmen kann, ist, dass wenn man Unternehmen sucht, in denen man investiert, dass man vorzugsweise nicht in Unternehmen investiert, die einen konstant negativen Free Cashflow haben. Weil das sind eben Unternehmen, die ihre Schulden immer weiter aufblähen müssen, um nicht pleite zu gehen, zum einen, und zum anderen, wenn sie Dividenden bezahlen, das ist auffallend häufig der Fall bei solchen Unternehmen, dann sind die also ökonomisch überhaupt nicht sinnvoll und dann ist es diese linke Tasche, rechte Tasche. Aus diesem Grunde auch immer ein bisschen noch auf den Free Cashflow schauen, der ja auch Teil vom Profit bzw. im erweiterten Sinne von der Gewinnentwicklung ist. So, dann hoffe ich, dass das wieder ein bisschen Klarheit gebracht hat. Ist aus meiner Sicht noch nirgends erwähnt worden, obwohl es was ziemlich Wichtiges ist. Dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.